Ich stelle mir erstmal den Spiegel hin, weil sonst geht hier gar nichts. Das Frauen sich alles ins Gesicht klatschen. Ja, ne? Morgens so ein komplettes Kunstwerk schon. Ich glaube, seit der Pubertät habe ich das einmal komplett durchgeglänzt. Künstler, der ist auch von. Hallo ihr Lieben! Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen bei DIY-Inspiration und ja, herzlich willkommen komplett ungeschminkt heute. Genau, ich habe immer eine Extension, nicht wundern, deswegen das ist das Einzige, was normal aussieht. Meine Wimpern. Aber nein, wir sind nicht krank. Nein, aber ihr habt es euch so lange gewünscht und wir wollten euch einfach mal zeigen, wie wir uns so dailyhaft schminken. Mhm. Was morgens bei uns passiert. Richtig. Und wir sagen auch nochmal vorab dazu, wir sind keine Make-up-Profis, wir werden vielleicht Dinge anders machen oder in euren Augen vielleicht auch falsch oder keine Ahnung. Also wir machen es so, wie wir es möglich machen, wie es für uns funktioniert. Ist ja auch immer, für jeden funktionieren vielleicht auch andere Sachen. Und wir dachten, wir zeigen euch das mal. Wir hatten ja im letzten Video auch schon mal gesagt, dass wir so leichte Probleme manchmal mit der Haut haben. Dazu werden wir bestimmt irgendwann nochmal ein Video machen und euch nicht wundern. Ich bin hier. Oh, ey. Du Arme. Tut so weh. Ich habe heute mit dem Lockenstab bin ich volle Kanone dagegen gekommen und auch an meinen Finger. Deswegen, ich werde es gleich versuchen, etwas abzudecken. Eine Runde Mitleid. Nein, alles gut. Nein, es ist wirklich. Wer das kennt, es tut richtig, richtig weh, wenn man sich verbrennt. So, da fangen wir direkt mal an. Ja. Ich starte immer, also ich habe schon eine Feuchtigkeitscreme, habe ich heute Morgen drauf gemacht, auch für den Sonnenschutz. Es ist ja sehr, sehr sonnig draußen. Und dann mache ich immer so eine getönte Tagescreme drauf, also BB-Creme von Garnier ist das. Die hatte ich auch mal. Ja, die mag ich sehr gerne. Im Winter habe ich die in hell, im Sommer in medium und dazwischen mische ich die beiden immer so ein bisschen. Dann nehme ich einfach mal ein bisschen was raus, dann verteile ich das. So, ich stelle mir erstmal den Spiegel hin, weil sonst geht hier gar nichts. Ich tue mal meine Haare zurückmachen und habe es halt wie Eva gemacht. Also ganz normal erstmal Tagescreme drauf und vor allem Sonnenschutz. Das trage ich auch im Winter. Dann tue ich mir immer hier mein Gesicht noch so leicht anfeuchten. Muss ich übrigens sagen, wenn ich das morgens mache, ich mache mir die Haare nach dem Make-up. Ich mache dann, drehe mir die einmal ein und habe die dann mit einer großen Spange auf dem Kopf. Das habe ich jetzt heute nicht. Du hast übrigens ein Spiegelfass im Haus. Ja. Ich mache das ohne. Nein. Oder so. Ja, also ich habe ja schon mal meinen Favoriten gesagt, das getönte Feuchtigkeitsfluid von L'Oreal in der Farbe Medium 01. Trage ich nicht jeden Tag, aber dadurch, dass meine Haut gerade wieder etwas leicht explodiert und ich ja auch hier eine schöne Verbrennung habe, trage ich das auf. Ich mache dann immer wirklich nur ein kleines bisschen. Das ist ja das gleiche eigentlich, was du hast, nur von einer Marke. So, ich mache da überall so ein paar Punkte. Bei mir steht jetzt All-in-One drauf, also ist auch Feuchtigkeitsspenden. Ja. Dann nehme ich immer einen Pinsel, ich nehme immer den von BH Cosmetic oder irgendeinen anderen. Du hast hier eben schon so Unreinheiten angesprochen. Ich habe hier gerade am Kinn, ich habe hier einfach so einen Abdeckstift, ne? Da mache ich dann ein bisschen was drauf. Also ich verteile das immer schön, dass das natürlich keine Ränder gibt. Ich habe vor allem im Sommer immer so Probleme. Also im Sommer wird ja eigentlich bei vielen die Haut besser. Und ich kriege ja aber immer ganz viele Sommersprossen und so kleine Pigmentstörungen. Schön am Hals mit lang. Dann meine ganz große Problemzone, weil ich auch eben sagte, wir sind nicht so schlimm bei dir. Doch, ich finde das bei mir richtig schlimm, meine Augen. Ich habe eh so tiefliegende Augen, ich habe so von Natur aus Augenringe. Aber ist, wie du sagst, ist gar nicht so schlimm. Man selber sieht das immer ganz anders. Ich nehme den gleichen wie du, den Löscher von Maybelline. Der ist mega gut. Und den hast du mir auch empfohlen. Ja, ich liebe den. Und damit decke ich jetzt auch so ein paar Unreinheiten bei mir ab. Die auch immer über die Lippen übrigens, weil ich das immer mag, wenn die so ein bisschen nude sind. Für meine schöne Stelle. Meine verbrannte Stelle. Hier so seitlich der Nasen habe ich auch mal so leichte Rötungen. Das Frauen sich alles ins Gesicht klatschen. Ja, ne? Das ist so morgens so ein komplettes Kunstwerk schon. Ja. Also wie gesagt, manchmal nehme ich auch nur Concealer. Das kommt aber immer drauf an, wie meine Haut auch momentan läuft. Und dann nehme ich den Concealer. Das ist auch mein absoluter Lieblingsconcealer. Und zwar von Tarte. Der ist etwas teurer, aber alternativ, wie gesagt, auch der Maybelline von Löscher. Oder der Fit Me Concealer von Maybelline ist auch sehr gut. Ich hätte noch den von Manhattan Powder Matte Camouflage Concealer. Aber den habe ich jetzt, seit ich den Löscher hier habe, wirklich länger nicht benutzt. Und ich glaube, ich habe sogar noch einen. Ah, da ist es jetzt schön abgegangen. Das ist Wake Me Up Concealer. Der hat noch so einen leichten Glanz mit drin. Aber man sieht, ich habe ihn auch schon länger nicht mehr benutzt. Gut. Ja, also ich finde den, also nach dem Löscher ist das so mein Favorit. Ich gehe jetzt auch so, ich mache jetzt sozusagen den Concealer immer unter den Augen, damit das highlightet. Dann gehe ich so leicht auf die Nase, manchmal hier oben noch so ein paar Reste über der Lippe und hier. Und das verblende ich natürlich auch und zwar mit einem Make-up-Schwamm. Das ist so ein Thermalspray. Das ist für mich ganz gut, da ich ja so Entzündungen habe, was die Haut angeht.
Und also hast du Entzündungshemd? Ja, und ich vertrage keine Duftstoffe. Deswegen, also auch Gesichtswasser vertrage ich leider nicht. So, bei mir geht es jetzt schon darum, dass ich nicht den Tag über anfange zu glänzen. Ich glaube, seit der Pubertät habe ich das einmal komplett durchgeglänzt. Ich habe hier das Soft Compact Powder von Manhattan. Die sind richtig gut, die. Ja, ich liebe die. Am Wochenende mache ich manchmal entweder nur das oder nur das. Entweder einmal mit Puder drüber oder einmal mit der Creme. Also meine Augenringe wollen heute irgendwie nicht abgedeckt werden. Kennst du das? Ja, das kenne ich. Sommer- und Hitze-Make-up hier. Was ich heute mache, mache ich aber tatsächlich wirklich nicht jeden Tag. Heute mache ich es einfach mal, um das ein bisschen zu setten. Zu diesem schönen Ansatz. Nehme ich auch nochmal so ein loses Powder. Das ist auch dafür sozusagen, damit man nicht so krass glänzt, gerade wenn wir den ganzen Tag Videos aufnehmen. Und dann nehme ich von Bare Minerals. Theoretisch reicht das auch, weil das fast wie eine Foundation ist. Mhm. Ich nehme aber immer nur vom Deckel. Also wirklich, weil ich ja jetzt so eine BB-Cream drauf habe, richtig wenig. Also hier ist eigentlich gar nichts dran. Einfach nur leicht abpudern, weil ich will jetzt keine Deckkraft oder sowas haben. Das mache ich jetzt hier nochmal mit dem All About Matte Fixing Compact Powder von Essence. Das ist einfach dieses komplett Weiße. Das ist auch einfach nochmal gegen Glanz. Das habe ich auch erst seit ich wirklich Videos mache vor der Kamera. Ja, das ist aber auch echt gut. Also wenn ihr ein gutes, loses Powder haben wollt, von der Drogerie ist das von Essence. Das habe ich auch. Ja. Richtig, richtig gut. Dann gehe ich eigentlich schon bei mir an den Bronzer. Da nehme ich von L'Oreal einen. Das ist so ein grauer Ton. Dann gehe ich aber nur in die Kontur. Nur ganz leicht. Ich mache mir dann schon die Wimpern. Ich habe von L'Oreal, der ist, glaube ich, aus unserem... Ich glaube, es war ein Lieblingsvideo von Rossmann, den Bambi Eyes. Mhm. Ich fand den im Video tatsächlich nicht so gut. Dann habe ich den nochmal ausgetestet. Und inzwischen bin ich richtig, richtig begeistert davon. Also der funktioniert wirklich sehr, sehr schön. Wie lange brauchst du morgens für dein Make-up? 5 bis 10 Minuten? Ja, nee, 10 Minuten, ja. Man denkt immer, ne, oh, die Frauen, aber ich brauche auch wirklich echt nicht lange. Mhm. Ich gehe jetzt übrigens nur ganz leicht hier am Nasenrücken, so an der Seite, so ein bisschen entlang. Und dann gehe ich mit meinem Hoola Bronzer. Das ist eigentlich so mein Liebstes. Also ohne Bronzer gehe ich eigentlich selten außer Haus, weil das einfach so ein schön... Das ist wie als wäre man von der Sonne geküsst, sage ich immer. Und dann nehme ich so einen richtig großen, fluffigen Pinsel. Der ist auch von BH Cosmetic. Was man für ein Gesicht macht, wenn man sich unten die Wimpern tuscht, ne? Ja. So, dann lächle ich immer. Und dann gehe ich einfach hier so in kreisenden Bewegungen einfach nach oben, um hier so ein bisschen wie von der Sonne geküsst auszuschauen, damit man so eine leichte Bräune hat und natürlich die Konturen etwas mehr herauskommen. Ich schmink mich tatsächlich auch immer am großen Spiegel. Ich kann mich nicht an so kleinen Spiegel eigentlich schminken. Es gibt ja viele, die sich ja wirklich nur so mit an kleinen Spiegeln schminken. Wimpern mache ich am kleinen Spiegel. Also ich gehe hier oben immer noch mal so leicht am Haaransatz ran. Und dann natürlich immer schön verblenden. Bei mir kommt jetzt noch ein bisschen der Highlighter hier drauf. Der ist so ein bisschen Glow. Den hatten wir mal zusammen bei TK Maxx gekauft. Ah, der ist Rebecca, ne? Genau, ja. Oh, der ist echt gut. Kommt einfach so ein bisschen hier drauf getupft. Ja. Ich nehme noch Rouge und zwar von L'Oreal. Auch das Melon Dollar Baby. Der Blush, der ist echt gut. Also den liebe ich auch. Dann nehme ich auch nicht viel, klopfe ich auch ab. Und dann gehe ich einfach nur vorne auf die Bäckchen halt drauf. Genau, bei mir kommt es hier einfach so auf die, wo Wangenknochen wären, wenn man Wangenknochen bei mir sehen würde. Hier so einfach ein bisschen drauf tupfen. Und dann ist es bei mir eigentlich schon, ein bisschen Labello kommt da meistens noch drauf. Also Labello ist es jetzt nicht. Also ein bisschen Lippenpflege. Lippenstift mache ich eigentlich nie oder Lipgloss. Ich gehe übrigens immer noch mal so leicht über die Nase, einfach damit es so leicht aussieht, also wie ein Sonnenbrand. Ich finde das immer ganz süß. Dann geht es bei mir an die Augenbrauen. Ohne geht bei mir gar nicht. Ich nehme momentan den von Benefit, den... Augenbrauenstift in der Farbe 3 und ein Augenbrauengel immer, damit die Augenbrauen noch dort bleiben, wo sie sind. Und da habe ich von L'Oreal einen. Da gibt es aber auch von Essence, der ist ganz gut. Aber mein Liebster ist eigentlich von Benefit. Der ist aber alle. Und alternativ natürlich für euch auch ein Drogerieprodukt von Catrice, den Augenbrauenstift. Du bist schon fertig. Ich bin ne? schon fertig. Bei mir Augenbrauen lasse ich immer so, da kommt halt meistens die Brille drüber. Die sieht man dann nicht mehr. Also was ich immer mache, weil da fragen auch viele, also ich kämme mir die immer erstmal hoch und dann beginne ich einfach hier unten. Gehe hier unten so lang. Gehe einfach wirklich nur dort, wo die Haare sind. Weil ich habe hier überall so kleine Lücken. Mm. Und die fülle ich halt einfach nur auf. Hier oben gehe ich noch leicht. So in Strichelbewegung. So, dann gehe ich mit den Augenbrauen, gehe einfach nochmal drüber. Und dazu kämme ich die Haare einfach nach oben. Ich fange aber immer hier hinten so ein bisschen an, weil sonst hat man vorne das ganze Dunkle. Das ist so leicht gefärbt und das lässt einfach die Augenbrauen dort, wo sie sein sollen, also nach oben. Etwas Highlighter drauf. Ich muss sagen, normalerweise, ich mache es jetzt, aber normalerweise trage ich gerade im Sommer keinen Highlighter, weil ich eben so übertrieben glänze momentan. Und zwar den Soft Gentle von MAC. Und ich gehe wirklich nur hier oben ganz leicht. Sieht auch sehr schön aus. Dann gehe ich hier leicht am Nasenrücken noch lang, unter die Augenbrauen. So, dann umrande ich manchmal meine Lippen noch. Das geht zwar über den Tag weg, aber
weil ja immer so viele Fragen wegen vollen Lippen oder so, das ist einfach nur ein Trick. Fange ich immer am Rand an und nehme natürlich auch so eine Farbe, so einen Nudeton, der ist von Art Deco. Ich mache das immer nur ganz leicht. Dann gehe ich einfach mit dem Lipgloss drüber von NYX. Der ist auch so schön. Hm. Und zum Ende gehe ich nochmal mit Erfrischung. Da gibt es übrigens einen Trick, gerade für die Babyhärchen, die ja immer so in der Sonne. Ich nehme mir dann manchmal, wenn ich jetzt richtig Make-up drauf habe oder so, und dann nehme ich mir einfach den Schwamm und dann tupfe ich das hier nochmal so leicht ein, damit die Haare wieder sich so leicht... so leicht legen, ne? Ja. Das war es eigentlich schon. Ready! Ready! So! Wir drehen heute den ganzen Tag immer Videos und so. Und da ist es schon wichtig, dass man ein bisschen abgedeckt ist, gerade wegen den Glänzen und so. Sonst trage ich wirklich, wenn überhaupt, nur einen Concealer. Wenn ich jetzt zu Hause bin am Wochenende, trage ich nur den von Maybelline, den Concealer und das Rouge. Und das war's. Mehr mache ich eigentlich im Sommer nicht. Ja. Weil, wie gesagt, meine Augenbrauen, die färbe ich dann im Sommer, da ist es mir eh Schnuppe. Mhm. Aber je nachdem, wie man sich auch täglich fühlt, das ist unterschiedlich, wie gesagt. Ist ja auch immer, wie man sich selber wohlfühlt. Ob man sich mit viel Make-up wohlfühlt, ob man sich mit wenig wohlfühlt oder einfach nur, dass man nicht glänzt. Ja, und wie gesagt, wir schwitzen jetzt sowieso gerade schon hier. Weil das, da muss ich sagen, da fühle ich mich am allerunwohlsten, wenn ich wirklich so von oben bis unten glänze. Ja, gar kein Fan von Make-up. Ich trage auch gar nicht so oft Make-up, muss ich sagen. Trägst du richtige Foundation so? Nee, gar nicht. Also wenn, nehme ich das hier als Foundation. Ja. Ihr wolltet unsere Make-up-Routine sehen und wir haben euch jetzt mal so einen kleinen Einblick gezeigt. Natürlich ändert sich die Make-up-Routine bei jedem Mal tagesformabhängig. Ja. Oder halt auch von den Jahreszeiten her. Dass man im Winter vielleicht mehr braucht, auch von der Pflege her und so. Richtig. Und man sieht, man ist halt schnell fertig. Ne? Also ich glaube, wir haben keine 10 Minuten jetzt gebraucht. Nee. Ja, ich könnte das morgens auch nicht so eine Stunde erstmal im Badezimmer stehen. Nee, könnte ich auch nicht. Könnte ich auch nicht. Aber ich glaube, das ist eine Gewohnheitssache. Ja, natürlich, klar. Ne? Ja, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, schminkt ihr euch denn schon? Und wenn ihr euch schminkt, seid ihr eher so Typ Make-up, Foundation, Must-Have, muss sein? Oder wirklich nur dezent, wenn man Tusche, etwas Puder drauf? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn ihr Bock habt, sowas in der Art vielleicht irgendwann noch mal zu sehen, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, den Kanal natürlich abonnieren, nicht vergessen, die kleine Glocke aktivieren, dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von uns. Würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Bis dann. Tschüss.